Beeinträchtigungen der Gesundheit, wie zum Beispiel des Seh- oder Hörvermögens, erhöhen deutlich das Risiko von Arbeitsunfällen. Deshalb gehören arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen zu einem festen Bestandteil der Unternehmerpflichten. Entschuldigung, die Frau Dr. Feilbeck wäre dann da. Ja, bitte. Grüß Sie Gott, Herr Schmidt. Frau Dr. Feilbeck, schön, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie Platz. Also ich habe hier als erstes die Liste der freiwilligen und pflichtgemäßen Vorsorgeuntersuchungen, die für uns relevant sind. Allgemeine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden von speziell ausgebildeten Ärzten durchgeführt. Sie sind vor Erstaufnahme der Beschäftigung und während dieser Tätigkeit in regelmäßigen Abständen zu veranlassen. Der Mitarbeiter, die an Bildschirmen arbeiten, das sind freiwillige Angebotsuntersuchungen, muss der Unternehmer anbieten. Das muss in den Kartei dann. Und wir müssen darauf achten, dass wirklich die Mitarbeiter den Gehörschutz tragen. Oh ja, das ist mir ein aufgefallen Thema, beim Besichtigen, dass die nicht immer drin haben. Wir wollen sich unterhalten und dann tun sie wieder raus und vielleicht müssen wir andere Modelle aussuchen. Ja, Meierhofer, kümmern Sie sich bitte darum. Ja, das ist natürlich ein Thema, ja, da werden wir nochmal nachhaken. Die konsequente Organisation und Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge hilft, Gesundheitsstörungen frühzeitig zu erkennen, sodass durch entsprechende Maßnahmen eine Verschlimmerung vermieden werden kann.